Ich bin 52 Jahre alt, bin gebürtiger Schwarzwälder und lebe auch schon 52 Jahre in der Gemeinde Lenzkirch im Hochschwarzwald. Seit 1995 haben wir unseren Betrieb, wir machen Kommunaldienstleistungen, Landschaftspflege und Forstdienst. Und im Bereich Kommunaldienstleistungen bieten wir das an, was die kommunale Bauhöfe auch tun. Wir unterstützen die Bauhöfe dort, wo sie selber von der Ausrichtung her nicht stark genug sind. Dann haben wir den Bereich Landschaftspflege, da machen wir Mehrarbeiter vom Biotop über den Sportrasen bis zu der extremsten Steillage. Mehr auch Umspannwerke für Energieversorger und solche Sachen. Dann machen wir einen Forstdienst, da machen wir hauptsächlich Problembauempfehlungen, Leitungstrasse ausholzen. Und solche Arbeiten wie Ausgleichsmaßnahmen für große Bauprojekte, Sport, Forst, Spezialarbeiten im schwierigen Gelände. Da haben wir uns spezialisiert drauf seit 1995. Angefangen haben wir mit einem Mitarbeiter und heute sind wir ein Betrieb mit 12 Mitarbeitern. Wenn wir ein Fahrzeug kaufen im Unternehmen, dann haben wir das nicht in die Garage stellen, sondern das Fahrzeug muss es wirtschaftlich Sinn machen. Und beim Unimog, der macht bei uns wirklich wirtschaftlich Sinn. Im Winter wird er für den Winterdienst eingesetzt. In den Zwischensaisons nutzen wir ihn für Transportarbeiten. Das ist übrigens auch der ganze Sommer. Wir transportieren unsere Mähmaschine mit dem Tieflader und mit dem Unimog. Wir transportieren unseren Bagger. Wir können auch mal ein bisschen Erdaushuber oder solche Dinge, Wegbaumaterial transportieren. Wir haben im Sommer den Mähausleger drauf. Trotz alledem können wir die Tiefladeranhängung geschwind mal eine Maschine von A nach B transportieren. Und so haben wir eigentlich das ganze Jahr immer irgendwelche Arbeiten, die die Unimog einfach erledigen kann. Und so gibt es dann insgesamt im ganzen Paket eine gute Auslastung übers Jahr und damit auch eine vernünftige Wertschöpfung für uns.